morning, this is Women and X. We don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dame, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Naja, die Kamera hängt schief. This is Women and X. Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Patientenverfügung. Ich will mich jetzt relativ zügig durch diesen Teil Patientenverfügung arbeiten, weil da wirklich nur noch Text kommt. Letztes Mal habe ich die formalen Anforderungen vorgestellt. Wichtigste Voraussetzung ist nach Beschluss 1901a Bundesgesetz, bürgerliches Gesetzbuch, die Schriftlichkeit. Es gibt auch einen Tipp zum Thema Mustervordrucke. Es wird davon abgeraten, die ausschließlich zu verwenden, sondern so eine Verfügung sollte in eigenen Worten schriftlich formuliert werden. Das ist der wesentliche Inhalt dieses Teils. Es gibt außerdem noch einen Tipp, dass eine Patientenverfügung nicht verjähren kann. So, Inhalt der Verfügung. Die Patientenverfügung soll dazu dienen, ihr Selbstbestimmungsrecht als Patient bzw. Patientin umzusetzen. Damit die Patientenverfügung für den Arzt, den Bevollmächtigten oder den Betreuer in der jeweiligen Situation aussagefähig ist, sollte sie genau beschreiben, für welche Zustände sie eine Entscheidung treffen wollen. Okay. Wir sind bei Inhalt der Verfügung. So. Für den Fall, dass die aktuelle Situation nicht auf die in der Patientenverfügung beschriebene passt, können auch allgemeine Wertvorstellungen Anhaltspunkte für ihren Willen liefern. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Ausgangslagen. Es gibt Menschen, die das Bedürfnis haben, für eventuell eintretende Notfälle Vorsorge zu treffen. Das Spektrum der möglichen Situationen ist breit und es wird kaum möglich sein, für jeden Einzelfall genaue Wünsche zu formulieren. Umso wichtiger ist es in diesem Fall, eine allgemeine Beschreibung der persönlichen Vorstellungen zu geben, damit der Arzt davon den Patientenwillen für einzelne Situationen ableiten kann. Anders sieht es für diejenigen aus, die schon von einer schweren Krankheit, zum Beispiel AIDS oder Krebs, betroffen sind und sich damit auseinandersetzen müssen. Hier werden sich vermutlich recht klare Vorstellungen zu möglichen Behandlungen, deren Nebenwirkungen und Grenzen ergeben. Denn es ist eine sehr konkrete Verfügung möglich. Dann ist eine sehr konkrete Verfügung möglich. Also bei einer konkreten Krankheit ist eine sehr konkrete Verfügung möglich. Legt nahe, das dann auch zu tun. Versuchen Sie, die Situation, für die die Verfügung gelten soll, genau zu bezeichnen. Geben Sie dafür Ihre Therapiewünsche für den Umfang und die Dauer der einzelnen Maßnahmen an und ebenso, was nicht erfolgen soll. Wer eine eher allgemeine Verfügung verfasst hat und später mit einem konkreten medizinischen Problem konfrontiert ist, sollte seine Verfügung entsprechend ergänzen. So. Für mich liegt das nahe, dass die immer länger wird. So. Mit Ihrer Patientenverfügung
sollten Sie zwei unterschiedliche Bereiche abdecken. Zum einen den Fall, dass Sie pflegebedürftig und langfristig auf medizinische Hilfe angewiesen sein werden, zum anderen den Sterbeprozess selbst. Gerade für den Fall der längerfristigen Behandlung und Pflege ist die Verfügung besonders wichtig, denn hier können Sie mit den medizinischen Maßnahmen vielleicht für viele Jahre Einfluss nehmen auf die Qualität des weiteren Lebens. In den Textbausteinen dieses Ratgebers, Seite 91 und folgende, finden Sie verschiedene Behandlungssituationen vorgeschlagen, für die Sie vorab eine Regelung treffen können. Je konkreter Sie in Ihrer Patientenverfügung für möglichst viele Behandlungssituationen eine Vorabentscheidung treffen, umso sicherer können Sie sein, dass Ihr so geäußerter Wille auch befolgt wird. Zumindest zu den drei Punkten Wiederbelebungsmaßnahme, künstliche Ernährung und künstliche Beatmung müssen Sie aber eine konkrete Entscheidung treffen, damit Ihre Verfügung wirksam wird. Daneben sollten Sie aber ergänzende Angaben zu Ihren Werten, Wünschen und Vorstellungen, Seite 84 und folgende, machen, denn sie dienen als zusätzlicher Richtpunkt für den Arzt bei der Festlegung Ihres Willens. Tipp: Zukünftig sollen Ehepartner gemeinsam mit dem Arzt ohne weitere Formalitäten gegenseitig über ihre medizinischen Behandlungen entscheiden können. Wenn Sie dies nicht wollen, müssen Sie dies ausdrücklich in Ihre Patientenverfügung hineinschreiben. Sehr schön. So, Mareike Fuchs, Hamburg, Leuchtfeuerhospiz. Eine Patientenverfügung ist wichtig für die eigene Klarheit. Darüber nachzudenken, wie man nicht sterben möchte, hilft dabei herauszufinden, was man sich wünscht. Diese Wünsche aufzuschreiben und mit Angehörigen darüber zu sprechen, kann die manchmal gefühlte Ohnmacht gegenüber dem Sterben mildern und Ängste abbauen. Für Angehörige bedeutet eine Patientenverfügung eine große Entlastung. Je klarer die eigenen Wünsche formuliert sind, desto leichter wird es für sie, schwere Entscheidungen zu treffen. So. Nächstes Kapitel ist Verbindlichkeit der Verfügung. Und dann kommt Aufbewahrung und Hinterlegung. Bis später.